Hallo, meine lieben Aktienfreunde. Unsichere Jobzukunft aufgrund des Kohleausstiegs. Das ist beim Danny. Danny ist damit konfrontiert. Er arbeitet bei der RWE und dennoch investiert Danny in Aktien. Wie er das zusammenbekommt, das wird euch Danny erzählen. Ich freue mich, dass ich ihn habe. Also Danny Ruhland. Möchtest du dich mal kurz vorstellen, Danny? Ja, hallo Thorsten. Erstmal danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Gerne. Ja, zu mir, mein Name ist Danny Ruhland, wie du schon richtig gesagt hast. Ich bin 28 Jahre alt, übrigens vor kurzem Vater geworden, dementsprechend für mich gerade eine sehr aufregende Zeit. Ja, beruflich bin ich derzeit leitender Angestellter bei einem großen Energieversorger, habe dort damals auch meine Ausbildung angefangen zum Industriemechaniker, ja, habe mich weitergebildet, habe einen Industriemeister Metall gemacht. Dual, also in Abendschulform und ja, gerade mache ich noch den Bergbauingenieur nebenbei, auch wieder dual und ja, mal schauen, was dann noch so auf mich zukommt. Also du bist ja auch Familienvater, du hast Verantwortung bereits und du hast aber eine relativ unsichere Jobzukunft, also jetzt nicht für morgen, du wirst ja vielleicht nicht morgen auf der Straße stehen, aber du hast mir geschrieben gehabt, du arbeitest bei der RWE im Braunkohletagebau, wenn ich es richtig verstanden genau, habe. Richtig, ja. Und ich blende es einfach mal kurz ein. Da ist ja jetzt der Kohleausstieg beschlossen worden. Das heißt, da, wo du tätig bist, das ist jetzt sozusagen ein Job auf Abruf, wenn ich das jetzt so mal ausdrücken darf. Und es bringt ja so eine gewisse Unsicherheit mit sich. Du qualifizierst dich weiter, du hast dich die ganze Zeit weiter qualifiziert. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, im Rahmen von der Familie jetzt dir ein Einfamilienhaus zu suchen, irgend sowas, was man sich so allgemein vorstellt, das ist dann jetzt nicht mehr so einfach möglich, oder? Ja, genau, du sprichst es gerade an. Man macht sich natürlich Gedanken, was in 5 oder vielleicht in 10 Jahren ist. Und das hat sich dann natürlich auch auf meine Geldanlage übertragen. Ich sag mal, ich habe relativ früh Geld verdienen können, habe damals nach meiner Schulregelzeit direkt eine Ausbildung angefangen und ja, habe mir natürlich im jugendlichen Leichtsinn auch das ein oder andere gegönnt, wie das so ist, ein schönes Auto zum Beispiel. Ja, aber musste mich dann auch relativ früh mit Kapitalanlage beschäftigen, weil ich dann doch noch einiges sparen konnte. Und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, was macht man, hat mich dann intensiv damit beschäftigt. Und dann kommen natürlich so Fragen auf, bin dann relativ schnell auch an der Aktie hängen geblieben, aber man hat dann natürlich seine Gedanken, was macht man, kauft man vielleicht eine Immobilie für mehrere hunderttausend Euro und ja, wie eben bereits von dir erwähnt, mit dem Braunkohleausstieg überlegt man sich das natürlich dreimal, ja, ob man sich dann irgendwie eine Immobilie in der Region holt für mehrere hunderttausend Euro und man weiß halt nicht, was die Zukunft bringt. Und ja, da habe ich mir halt Alternativen gesucht und bin dann letztendlich bei den Aktien gestoßen und bin da auch jetzt sehr froh drüber, mir da so ein finanzielles Fundament aufzubauen für die Zukunft. Ne? Das heißt, ihr wohnt jetzt momentan vermutlich dann zur Miete. Also ich wohne genau, Eigentum, richtig. Sondern zur Miete. Genau, okay. Richtig, momentan zur Miete. Und was mich jetzt auch interessieren würde, du bist so relativ schnurstracks, hat sich jedenfalls angehört, zur Aktie gekommen. Das ist ja jetzt aus Grund von Eigenrecherche oder gab es da Kollegen schon, die gemeint haben, die investieren auch? Nee, also alles wirklich auf Eigenrecherche. Ja, habe mir viele Videos angeschaut, viele Bücher gelesen. Und ja, was gibt es halt für Alternativen? Ne? Fangen wir beim Sparbuch an. Aufgrund der Niedrigzinspolitik der Notenbanken ist das für mich keine Alternative gewesen. Genauso wie festverzinsliche Wertpapiere, also Anleihen, ebenfalls, ja, Immobilie gerade besprochen. Rohstoffe ist natürlich eine Möglichkeit, aber sehe ich eher als Beimischung zu meinem derzeitigen Depot. Und ja, dann bleibt halt die Aktie, ne? Und da bin ich dann relativ schnell auch drauf gekommen und ja, habe mich damit intensiv dann natürlich auch auseinandergesetzt. Das gehört dazu. Und ja, mache das Ganze jetzt auch schon eine Weile. Also du scheinst es ja relativ leicht übersprungen zu haben. Die Lernkurve und Berührungsängste scheinst du jetzt auch nicht gehabt zu haben und alles so autodidaktisch mehr oder weniger, also in Eigenregie hast du dir das beigebracht. Würdest du sagen, das ist eine Geschichte, die sich jeder eigentlich beibringen kann? Weil so ein Finanz-Background, den hast du jetzt nicht explizit, oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe angefangen mit vielen Videos,
Dann natürlich die ersten Bücher geholt und ja, man lernt relativ schnell, muss ich sagen. Ich ja, habe auch eigentlich ziemlich blauäugig angefangen, muss ich einfach dazu sagen. Das habe ich aber vielleicht auch bewusst gemacht, weil für mich hat es irgendwie keinen Sinn gemacht, irgendwie jetzt, ich sag mal, ein virtuelles Depot mit fiktivem Geld irgendwie zu erstellen und dann da irgendwie 1 oder 2 Millionen hin und her zu schieben, weil da habe ich keinen Nutzen draus. Der Lerneffekt ist gleich null. Ich habe mir gesagt, okay, wenn du anfängst, dann Skin in the Game, wie man so schön sagt, direkt mal mit von mir aus mit ein bisschen weniger Kapital, aber direkt mal anfangen und ja, wenn es dann schief geht, dann tut es halt weh, aber der Lerneffekt ist halt um einiges größer und ja, so habe ich dann einfach angefangen, ne? Und natürlich viele Fehler gemacht, kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch zu, aber das gehört dazu und das war mir auch von Anfang an bewusst. Okay, ja, da können wir gleich dazu kommen, was du da hast auf der Straße liegen lassen. Hoffentlich war es nicht allzu viel. Ist ja natürlich eine interessante Frage, die sich dann wahrscheinlich auch viele Zuschauer stellen werden, die du etwas inspirieren könntest, ob da diese Lernkurve ein kostspieliger Prozess ist oder nicht. Da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Erfahrungswerte. Aber ich kann erstmal nachvollziehen, genau was du sagst. Das mit dem Musterdepot ist halt dann doch arg viel graue Theorie, ne? Und Genau. in der Theorie auch wiederum kann man einiges lernen, aber es ist, wenn es nicht das wahre Leben ist und wenn es nicht das eigene Geld ist, dann reagiert man sowieso komplett anders und eigentlich ist es immer ja doch egal. Genau, Naja, so sieht's aus. deshalb, genau. Dein Depot kann ich immer schon mal einblenden, wobei mich würde noch ein paar andere Sachen interessieren, muss ich ehrlich sagen, Gerne. weil es ist ja jetzt nicht einfach so, dass alle in Deutschland in Aktien investieren, auch wenn es wahrscheinlich ziemlich sinnvoll wäre, wenn es deutlich mehr Leute machen würden. Das hast ja du auch erkannt und die Gründe auch schon gesagt. Zum Beispiel mit dem Niedrigs- bzw. Nullzins. Wie ist es denn, wenn Kollegen, redest du mit Kollegen zum Beispiel über deine Aktieninvestments? Ja, gutes Thema. Also ich versuche durchaus meine Mitmenschen und vor allem meine Freunde davon zu überzeugen. Ja, wenn ich denen dann sage, wie ich angefangen habe oder ja, von mir aus, wie viel Geld ich mittlerweile schon investiert habe, dann ja, schrecken die schon mal ab und sagen, bist du verrückt? Aber ich versuche denen dann doch schon relativ schnell deutlich zu machen, was überhaupt Aktien sind. Viele, ja, stellen sich darunter irgendwie nur Kurse vor, ja. Aber dahinter steht halt ein Unternehmen, was vielleicht schon jahrzehntelang super wirtschaftet und wovon man einfach profitieren kann. Und ja, viele Leute sehen das halt leider nicht. Die haben Vorurteile durch, weiß ich nicht, die Medien oder die Politik. Ein bestes Beispiel ist ja unser Finanzminister Olaf Scholz. Ja, Kein tut mir halt. Interview ohne Olaf Scholz. Ja, Ja. tut mir halt weh, wenn man von so einem Fachmann, sage ich jetzt mal, dann zu hören bekommt, das sicherste ist das Sparbuch. Ja, fällt mir leider auch nichts mehr zu ein. Ne? Also ich glaube, ich befasse mich noch nicht so lange mit dem Thema, aber würde irgendwie schon behaupten, dass ich ja da ein bisschen mehr Kenntnisse mittlerweile habe als Olaf Scholz, würde ich mal Okay. preissagen. Deine Wahlpräferenzen kristallisieren sich auch heraus. Also die Ja. SPD wird wahrscheinlich keine Stimme von dir bekommen zur Bundestagswahl. Schauen wir Ist mal. okay. Man soll die Hoffnung ja nie aufgeben, nicht wahr? Genau. Genau. Ja, teilweise ist die Situation tatsächlich paradox. Auf der einen Seite, also nehmen wir jetzt RWE, wo du arbeitest. Wenn man dann sagen würde, hey, ich arbeite bei RWE, jetzt mal unabhängig vom Kohleausstieg, das ist jetzt da in der Richtung Sonderfall, da würden die Leute sagen, ja, das ist ein solides Unternehmen, toll, du bist bei einem großen Unternehmen gelandet, ne? Da würden dir wahrscheinlich die Nachbarn und Bekannten erstmal gratulieren, dass du da bei so einem Unternehmen in einer so tollen Reputation gelandet bist. Und ich aber vielleicht sagen würdest, hey, ich hab RWE-Aktien gekauft, und oh mein Gott, du Spekulant, oder bist du das sicher, was du da machst? Also, das ist teilweise schon so ein bisschen schizophren tatsächlich, die Ja, Situation. das stimmt. Finde ich aber gut, dass du auch ein bisschen was machst im Rahmen Aufklärung und ich bin ja da auch tätig. Dann können wir gerne mal in dein Depot reinschauen und wenn wir das tun, als ich das getan habe, du hast mir einen Screenshot geschickt und den blende ich auch gleich ein, da habe ich sofort gesehen, ja, der Mann hat Spaß an Aktien. Das sieht man, wenn man dein Depot einblendet. So und hier ist es auch schon. Ich mache es noch ein bisschen größer. Das ist ein Screenshot aus Portfolio Performance. Jetzt sieht man gar nichts mehr, obwohl ich es eigentlich größer gemacht habe. Na, mit einem Mac würde es wahrscheinlich nicht passieren. Ne? Guck mal, Ja. ab und zu verschwindet es und ab und zu ist es wieder da. Ist ein schöner Special-Effekt.
Also, wir werden jetzt irgendeine Auflösung finden, in der dein Depot erscheint. Oder auch nicht. Tja, okay. Ich habe aber noch einen Plan Ja, ist gut. Ich glaube, mein B. Depot ist ja jetzt nicht das Wichtigste vom Thema. Wir wollen ja die Leute überzeugen, generell, was Aktien sind. Ja, genau, motiviert. Aber trotzdem, ich finde, du hast es verdient, dass man dein Depot mal sieht, ja. Und hier ist es auch, dein Depot. Das sind die Aktien, die du hast. Ich glaube, du hast 28. Einen haben wir nicht im Aktienfinder. Das ist ein ganz kleines Unternehmen mit ungefähr 10 Millionen Euro Umsatz. Genau. Wenn ich mich richtig erinnere, Kompu. Du kannst mir mal helfen. Compu Group, kann das sein? Kompu Group, ja, genau. Ich habe da extra noch nachgeschaut, aber der Umsatz ist mir zu klein. Also Ich das glaube aber, sind. die Compu Group müsste aber eigentlich im Aktienfinder drin sein. Ich glaube, CPU Softwarehaus war das. Ah, genau, CPU Softwarehaus. Ja. Ja, richtig, richtig. Hier Na, ist die Compu Kompu Group, ich Group. sehe, also das Bildschirm ist gerade sehr, sehr klein, aber ich meine, die Compu Group da auch zu sehen. Stimmt, da ist sie. Ja. Also, das sind deine Aktien der Vollständigkeit, halber. Möchte ich einfach mal den Zuschauern auch zeigen, worin du investiert bist. Und als ich meinte, ich habe mir das Depot angeschaut von dir und dann habe ich gesehen, ja, der Mann hat Spaß an Aktien, weil es halt so viel sind und weil es ein sehr individuelles Depot ist. Das ist das Depot, das du hast, das ist jetzt kein, ich sage jetzt mal, 0815 Depot. Da sind schon auch bekannte Werte drin, aber es sind auch Werte drin, tatsächlich aus der zweiten und, wenn ich das so sagen darf, tatsächlich auch aus der dritten Reihe, also dieses kleine Unternehmen, was wir zum Beispiel angesprochen haben. Und so sieht es aus und das wollte ich einfach mal den Zuschauern noch zeigen. Dann hole ich jetzt uns zwei Hübschen wieder hier ins Bild rein. Was mich jetzt so einfach auch interessieren würde, also du hast vor 3 Jahren angefangen dann, also in Eigenregie, in Aktien zu investieren. Und jetzt kannst du ja schon mal wenigstens mittelfristig auf die 3 Jahre zurückblicken und dann dich fragen, ob die Entscheidung so weit, ob du die bereut hast oder ob du sagst, nee, du bist auf dem richtigen Weg. Und dann könntest du uns auch vielleicht noch ein bisschen was erzählen zu deinen Zielen, also Richtung, in Anführungszeichen, finanzielle Freiheit oder welche Ziele du denn hast mit diesem Aktiendepot. Ja, sehr gerne. Also ich habe genau 2017 mir das erste Mal oder mich das erste Mal mit Aktien beschäftigt. 2018 dann auch wirklich das erste Mal Aktien gekauft. Damals noch bei meiner Hausbank, sogar vor Ort. Mittlerweile habe ich natürlich einen Online-Broker, wie sich das gehört. Ja, habe natürlich auch sehr, sehr viele Anfängerfehler gemacht. Sieht man wahrscheinlich auch jetzt teilweise noch in meinem Depot. Ich kann gerne mal ein, zwei, ja, Fehler von mir erläutern. Ja, dann blende ich das Depot nochmal hier flankierend ein, gerne. Genau, also ich sag mal, damals war, oder ich habe mich damals eher auf den deutschen Markt fokussiert. Ich komme halt aus Deutschland, weiß, was ich hier habe. Habe aber dann natürlich auch relativ schnell feststellen müssen, dass es in anderen Ländern auch super Unternehmen gibt, wenn nicht sogar bessere. Und ja, habe dann da natürlich schon gegengesteuert. Und genauso, als ich 2018 angefangen habe, kannst du dich vielleicht auch noch daran erinnern mit dem Handelskrieg oder ja, Handelskrieg USA-China. Da sind gerade im letzten Quartal viele Zykliker, haben sehr darunter gelitten. Und ja, ich habe mich dann halt auch als Anfänger, wie das halt so ist, mehr auf den Kurs konzentriert als auf das Unternehmen selber. Habe mir dann zum Beispiel eine Daimler geholt, weil sie halt von 90 Euro auf 40 gefallen ist, ne? Eine Covestro. Das sind halt so diese typischen Anfängerfehler, die ich halt jetzt nicht mehr machen würde. Aber mir war das halt bewusst und ja, aus den Fehlern habe ich gelernt und ja, dementsprechend sollte ich davon auch in Zukunft dann hoffentlich profitieren. Aber die ein oder andere Aktie sieht man auch heute noch im Depot. Bin ich jetzt eigentlich auch ganz froh drum, weil die Zykliker im Moment sehr gut laufen. Die stabilisieren mein Depot auch, muss ich dazu sagen. Also ich habe viele haben ja in den letzten ein, zwei Monaten, wenn man das so liest, ja, doch einiges einbüßen müssen. Das muss ich zum Glück nicht, weil auch Zykliker halt auch mal gut performen können, ne? Das hat man in der letzten Zeit relativ selten, aber man sieht es doch jetzt schon ganz schön, dass es gut ist, auch ein ausgeglichenes Depot zu haben, ne? Ja, richtig, richtig. Also soweit bist du ganz zufrieden dann auch mit deinem Depot, mit der Aufstellung und mit der Performance auch. Du kassierst auch ein paar Dividenden, habe ich gesehen, bei einigen Aktien. Also es ist nicht ausschließlich eine Dividendenstrategie, die du fährst. Nein. Wie kannst du deine Anlagestrategie so beschreiben in zwei, drei Sätzen?
Ja, also vom Anlagehorizont ganz klar Buy and Hold. Also die Unternehmen, die ich mittlerweile kaufe, die kaufe ich über Jahrzehnte, wenn die Strategie und Philosophie des Unternehmens noch zu mir passt. Ansonsten muss ich sagen, also mir ist es relativ egal, aus welcher Branche oder aus welchem Bereich das Unternehmen kommt oder ob es ein Growth oder ein Value-Titel ist, genauso ob es eine Dividende ausschüttet. Wenn das Unternehmen mir zusagt, was die Strategie betrifft, wenn die Fundamentaldaten stimmen, steigende Gewinne, wie du immer so schön sagst, gute Margen, mittlerweile auch eine gute Bilanz, da achte ich halt auch sehr drauf, was ich damals nicht gemacht habe. Ja, dann kaufe ich das Unternehmen. Da ist mir relativ egal, ob die eine Dividende ausschütten oder nicht. Okay, ja, das hört sich doch alles schon ziemlich fundiert an. Wahrscheinlich schon fundierter, als es viele andere Investoren machen und das alles innerhalb von nur 3 Jahren. Und ich glaube, dein Ziel war, bis 30 einen gewissen Betrag an eine gewisse Investitionssumme im Depot zu haben. Wie hoch war die? Genau, also mein Meilenstein jetzt bis 30 sind 100.000 Euro investiert zu haben. Ja, ich glaube, das ist ein realistisches Ziel. Klar, wenn jetzt irgendwie 2023 wäre es dann oder 2024 irgendwie ein extremer Crash kommt, ne, dann kann mein Depot auch mal ganz schnell 30% niedriger ausfallen, aber Also, nichtsdestotrotz, die ja. 100.000 sind das die Investitionssumme oder ist es der Marktwert, die du Ja, haben nee, das ist eine möchtest? gute Frage, genau. Nee, also es soll schon die Investitionssumme sein. Aha, Ja, okay. genau, ja. Das heißt, du legst da schon ordentlich was zurück, vermutlich. Ja, doch, ich habe auch schon ja, einiges mittlerweile angelegt. Hätte ich so auch nicht für möglich gehalten, habe natürlich auch schon ordentlich Kursgewinne erzielen können. Schön. Ja, dementsprechend bin ich da zuversichtlich. Warum 100.000 Euro? Für mich ist das halt extrem spannend, ne? Wenn man 100.000 Euro investiert, dann ist der Hebel natürlich schon sehr ordentlich, ne? Wenn man jetzt konservativ mit einer Rendite von 5 bis 6% rechnet, und das ist ja echt noch relativ konservativ, würde ich behaupten, dann sind das mal 5 bis 6.000 Euro im Jahr, die man zusätzlich investieren kann, und dann fängt es halt echt an, Spaß zu machen, ne? Gerade mit dem Zinseszinseffekt ist das schon eine enorme Macht. Und das versuche ich halt auch immer vielen Leuten zu erklären. Dieser Zinseszinseffekt wird enorm ja, Unterschätzt. vernachlässigt oder unterschätzt, genau, ich kam gerade nicht drauf. Das hat eine enorme Macht und ja, die sollte man nutzen, deswegen so früh wie möglich anfangen und langfristig dann davon profitieren, weil ja, die Kurve geht irgendwann steil bergauf. Und da hatte ich auch mal was Schönes für rausgesucht. Thorsten, vielleicht mal die Frage an dich. Und damit die Leute auch mal verstehen, was denn der Zinseszinseffekt überhaupt ist. Was wäre für dich die beste Entscheidung? Oder ich sag mal so, was ist besser, heute 1 Million zu haben oder einen Monat lang 1 Cent pro Tag zu verdoppeln? Es Für kommt auf dich den wird die Zeit, Antwort, es kommt auf den, ja. es kommt auf den Zeitraum, an, Zeitraum drauf an, wie lange ich verdoppeln kann jeden Tag. Ein Monat hatte ich gerade gesagt. Ach so, ein Monat. Genau, 1 Cent lang verdoppeln. Ja, das ist jetzt diese Geschichte mit dem Schachspiel. Vermutlich ist es die Verdopplung. Das ist ja eine Variante des Schachspiels mit diesem Reiskorn, ne, das sich Genau, also verdoppelt. ich sag mal, am ersten Tag hätte man 1 Cent, am zweiten Tag 2, am dritten Tag 4, am vierten Genau. Tag 8. Aber ich sag mal, wenn man dann schon am 20. Tag gucken wird, oder erstmal würden sich wahrscheinlich viele für die Millionen entscheiden, weil die ist ja schon prägend. Und aber ich sag jetzt mal, am 20. Tag hätte man zum Beispiel erst 5.200 Euro, am 25. Tag wären es sogar schon, Moment, 167.000 Euro. Also da sieht man schon, was da für ein enormer Hebel ist durch den Zinseszinseffekt. Und am 31. Tag, und das finde ich echt Wahnsinn, sind es über 10 Millionen Euro. Und Ja, schon das muss man sich einfach mal vor Augen halten. Das ist schon ein Wahnsinnshebel, den man da ausnutzen kann. Und ja, das ja, versuche ich halt genau. auch vielen Leuten zu erklären, aber ja, ist nicht so leicht. Ja, das stimmt. Das Exponentielle geht nicht so leicht in unsere Köpfe Genau, rein, ja. evolutionstechnisch gesehen. Was ich also ganz toll finde bei dir ist, dass viele Leute in deiner Situation, die bauen. Du hättest ja nicht, du baust jetzt Vermögen auf und viele andere hätten sich verschuldet, beispielsweise für die Immobilie
Und die würden dann, du hättest bestimmt, so wie ich jetzt deine finanzielle Situation einschätze, eine Immobilie finanziert bekommen. Vielleicht kein Haus, aber ein Wohneigentum, also eine Wohnung oder so, bestimmt. Und dann würdest du jetzt, anstatt zu investieren, halt diese Immobilie abbezahlen, samt Zinsen, auch wenn jetzt die Zinsen nicht exorbitant hoch sind, dafür der Kaufpreis eher. Und so baust du halt mit deinem Kapital, sag ich jetzt mal, zu 100% Vermögen auf. Es ist kein Betonvermögen, was du aufbaust. Also das wäre ja auch eine Art von Vermögen, aber es wäre halt ja immobil, ne? Unflexibel. Genau. Und mit den Aktien, da sagt man zwar auch, ja, langfristig investieren. Und das ist vielleicht, fragt sich jetzt auch der ein oder andere Zuschauer, wenn deine Jobzukunft aufgrund des Kohleausstiegs jetzt unsicher ist in einem gewissen Grad, wie kann man dann langfristig in Aktien investieren? Aber du bildest dich ja weiter die ganze Zeit, habe ich schon so verstanden. Das heißt, du bereitest dich ja auch jobmäßig drauf vor, auf die Zukunft. Und was ich auch noch wichtig finde, wenn es in Anführungszeichen mal ungünstig laufen sollte, dann kann man Aktien ja auch teilverkaufen. Ne? Das heißt ja, es ist nicht so, es ist gerade mein Mikrofon umgefallen, es ist ja nicht so, dass wenn du zum Beispiel jetzt eine Immobilie verkaufen müsstest, weil du jetzt umziehst, weil der Job bei dir weggefallen ist und du müsstest dann irgendwo hinziehen, dann müsstest du die Immobilie halt veräußern, dann kannst du halt nur die gesamte Immobilie veräußern. Wenn du jetzt aber ein Depot hast, dann kannst du natürlich erstmal mit dem Depot umziehen, weil das ist in Anführungszeichen was Virtuelles, es ist egal, wo du bist. Dein Depot ist halt beim Online-Broker. Aber du kannst, wenn du auch Geld brauchst, dann nochmal einen Teil dieses Geldes, also du kannst einen Teil der Aktien verkaufen. So viel, dass du halt entsprechend dann wieder liquide bist. Und es geht halt bei einer Immobilie nicht so ein Teilverkauf. Genau, wie es der Name schon sagt. Und das waren halt damals auch genau meine Gedankengänge, wie du es gerade schon richtig geäußert hast. Man stellt sich dann halt die Frage. Und ja, die Flexibilität spricht halt für sich bei Aktien. Ne? Wie du gerade so schön gesagt hast, man kann halt auch mal ein bisschen Geld rausziehen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Dividende kassiert man natürlich auch. Ja, die ist auch nicht unerheblich. Ne? Also es macht schon Spaß, wenn man sieht, gerade jetzt in diesem Monat fließen einige Dividenden ins Konto ein. Und das motiviert natürlich dann auch einen nochmal zusätzlich. Und jetzt gerade nochmal bei dem Thema, ich sag mal, bleiben wir mal bei den 100.000 Euro mit den 5 oder 6% Rendite im Jahr. Das sind 5 oder 6.000 Euro im Jahr zusätzliche Einnahmen. Das kann man ja schon vergleichen mit einer Mieteinnahme. Ja, ich sag mal, eine kleine 75 Quadratmeter Wohnung wirft wahrscheinlich genauso viel ab. Ja, aber ich bin halt mit den Aktien sehr viel flexibler, wie du schon gesagt hast. Mhm. Und ich würde auch behaupten, es ist deutlich angenehmer. Ja, ich muss mich nicht mit irgendwelchen Mietern rumschlagen, sondern befasse mich halt so nach Lust und Laune mit den Unternehmen. Das macht mir vor allem sehr viel Spaß und ja, dementsprechend sehe ich da sehr, sehr viele Vorteile und habe mich ja dann auch letztendlich dann erstmal für die Aktie entschieden. Es spricht genau. Gar nicht dagegen, irgendwann mal eigene vier Wände zu haben. Auf jeden Fall möchte ich auch, wer träumt davon nicht, aber derzeit, muss ich sagen, habe ich mich jetzt dann doch erstmal für die Aktien entschieden. Und nicht bereut, sozusagen. Nein, auf gar keinen Fall. Prima. Auf gar keinen Fall. Okay, Danny, ich bedanke mich für das Interview. Ich hoffe, dass du eine Inspiration bist für die einen oder anderen. Ich finde es klasse, was du gemacht hast, was du auf die Beine gestellt hast. Drück dir weiterhin die Daumen, dass deine Aktien sich gut entwickeln und natürlich auch, dass es mit dem Job entsprechend alles gut läuft, so wie du das vorstellst und irgendwann dann auch die vier Wände solide finanziert, unter anderem durch ein florierendes Aktiendepot. Wäre wünschenswert, ja. In diesem Sinne, also nochmal danke und alles Gute. Ciao. Ich bedanke mich auch, Thorsten. Mach's gut, ciao. Tschüss.